Leute, nachdem Bitcoin diesen harten Drop erlebt hat, bouncen wir momentan zwischen Support und Resistance. Es gibt momentan nicht sehr, sehr viel Preisaction, was mich darauf schließen lässt, dass wir uns momentan in einer Akkumulationsphase befinden. Was wir aber jetzt Short, Mid und Long Term für bullische und bearische Szenarien erwarten können und auf was wir Acht geben müssen, das erfahrt ihr natürlich in unserem heutigen Update-Video. Und dann darf ich euch recht herzlich begrüßen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Ich hoffe, ihr hattet alle einen erfolgreichen Tag, Leute. Und ich will euch gar nicht zu lange auf die Folter spannen. Wir legen gleich direkt los mit dem Content, denn es wird natürlich wieder ein ganz, ganz kurzes, dezidiertes Update-Video. Ich möchte nur, bevor wir in den heutigen Content reinstarten, ein riesen, riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen Abonnenten und Viewer richten, denn was ihr gestern für Support geliefert habt bei unserem letzten Video, Leute, 263 Aufrufe. Vielen, vielen, vielen Dank für jeden Einzelnen. Ihr seid wirklich Weltklasse und deswegen lasse ich euch natürlich nicht im Stich und muss natürlich weiter abliefern. Und dann würde ich schon sagen, starten wir gleich direkt in den Content. Herzlich willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Kanal Blockchain Now. Mein Name ist Alessandro, für die Leute, die neu sind natürlich. Und ich bringe euch natürlich wieder ein Update-Video zum Bitcoin-US-Dollar-Chart. So Leute, und zwar wir befinden uns auf dem Weekly-Timeframe. Ich möchte hier noch einmal kurz auf ein paar Indikatoren eingehen, was am Weekly-Chart alles passiert ist und ob das bullish oder bearish aussieht. Und zwar Leute, wir aktivieren hier die EMA-Ribbons. Und wir sehen, dass wir trotz dieses harten Drops momentan von den Weekly EMA Ribbons sehr, sehr gut supported worden sind und wir natürlich auch einen ziemlich ja, langen, aber wir haben einen deutlichen Candlestick unterhalb. Das heißt, wir wurden hier auch bislang sehr, sehr gut aufgekauft, aber die Wochenkerze schließt natürlich erst am Sonntag. Das heißt, hier müssen wir natürlich noch etwas abwarten, aber wir wurden hier mal sehr gut supported von den EMA Ribbons. Des Weiteren, Leute, möchte ich kurz auf den 21-Week-EMA eingehen und ihr wisst um die Signifikanz dieses EMAs Bescheid. Und zwar auch hier, Leute, wir haben diesen 21-Week-EMA perfekt angetestet und wurden hier sehr, sehr gut supported. Was man natürlich sagen muss, Leute, wir hatten dieses Szenario schon mal und zwar bei unserem harten Drop hier auf 28.800 runter. Wir hatten einen Candle Close beim 21-Week-EMA oder eigentlich darüber und in der Folgewoche haben wir nochmal ein hartes Rollover gesehen. Das heißt, ich möchte jetzt wirklich sehen, in dieser Woche noch, Leute, es wird, denke ich, jetzt nicht mehr so viel Action passieren, auch morgen, aber ich möchte sehen, dass wir deutlich darüber closen. Vielleicht testen wir nächste Woche noch einmal an, aber da möchte ich eigentlich in den Folgewochen sehen, dass wir uns wirklich hier wieder deutlich vom 21-Week-EMA entfernen und den natürlich halten können. Sollten wir da runterbrechen, Leute, dann müssen wir mit einem harten und einem deutlichen Dump rechnen. Nochmal, um die Signifikanz dieses 21-Week-EMA zu verdeutlichen, Leute, möchte ich hier in unseren letzten Bullrun gehen. Wer uns schon länger. Oh. Okay, sorry. Das war mein Fehler. Und zwar, ja, genau. Möchte ich noch einmal hier in unseren letzten Bullrun eben gehen. Ja, das war mein Fehler. Tut mir leid, falscher Chart. Und zwar, wer uns eben schon länger folgt, Leute, der weiß das. Ich habe ja sehr oft um die Signifikanz dieses 21-Week-EMAs angesprochen. Und so, wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir hatten 8 Bounces von diesem 21-Week-EMA im letzten Bullrun. Und das heißt, wenn uns der supportet und wir immer wieder darüber bleiben können, dann ist das einer der wichtigsten EMAs in einem Bullrun. Denn ihr seht es, der hat uns hier eben im letzten Bullrun bis nach ganz oben begleitet. Gut, wir wechseln wieder kurz den Chart, Leute. Das heißt eben deswegen sehr signifikant. Wir müssen den unbedingt halten und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon gleich weiter auf den Daily Timeframe. Und zwar, Leute, wir befinden uns, leider haben es die Bullen eben nicht geschafft, hier am Daily Timeframe den 200-Day Moving Average zu halten. Über den haben wir auch in einem Video gesprochen.
vor 2 oder 3 Tagen, als ich ihm gesagt habe, dass diese rote Linie der 200-Day Moving Average uns supportet hat noch erst und die Bullen diesen halten sollten. Wir sind aber eben im gestrigen Tag darunter gebrochen und wurden hier einmal rejected. Am heutigen Tag, man sieht es, wir haben hier eine Rejection bekommen vom 200-Day Moving Average. Aber was man sagen muss natürlich, die Bullen sollten es früher oder später natürlich wieder über den 200-Day Moving Average schaffen. Sonst könnten wir eben mit weiteren Korrekturen rechnen am Daily Timeframe. Ich möchte am Daily Timeframe auch noch auf die EMA Ribbons eingehen, Leute. Ihr wisst es, sehr, sehr signifikant für mich. Die Daily EMA Ribbons habe ich gesagt, ich habe es sehr oft gesagt, wir müssen die unbedingt halten, denn sonst, glaube ich, müssen wir mit heftigen Korrekturen rechnen. Und bislang, Leute, sieht das halbwegs okay aus. Also wir sind jetzt am unteren Rand dieser Daily EMA Ribbons und bislang können wir sie halten. Die Daily EMA Ribbons sind momentan im Einklang mit dieser grünen horizontalen Supportlinie bei 44.700 Dollar. Das heißt, ein Daily Close unter die 44.700 Dollar wäre etwas bearish natürlich. Aber wir reden natürlich von Candle Close Basis am Daily Timeframe. Das heißt, der heutige Tag sollte darüber schließen, was mal positiv ist. Und dann müssen wir natürlich noch den morgigen Tag abwarten. Aber ihr wisst es, Leute, auch Breakdowns oder Breakouts aus Chart-Pattern am Wochenende sind nicht sehr signifikant, da wir weniger Volumen haben, weil die institutionellen Trader natürlich am Wochenende nicht traden. Das heißt, ich glaube persönlich generell, dass wir erst einen richtigen Trend nächste Woche, Anfang nächste Woche erwarten können und erst nächste Woche auch mit deutlich größeren Moves rechnen könnten. Gut. Was formen wir natürlich? Interessiert euch am meisten, Leute, was wir auf den kleineren Timeframes für Chart-Pattern formen, um eben hier vielleicht zu traden. Ich persönlich muss euch sagen, Leute, ich trade momentan eher nicht. Also ich habe eine kleine Long-Position offen. Ich habe euch in Instagram darüber informiert. Die lasse ich aber jetzt einmal dabei laufen. Ich habe wieder eine 3x-Long-Position eröffnet, eine sehr, sehr kleine. Aber sonst stehe ich hier eher an der Seitenlinie momentan und warte einmal ab, bis wir einen klaren Trend erkennen können. Und zwar, Leute, wir werden diese Trendlinien hier entfernen. Und zwar, Leute, ist es so, wir bewegen uns eben, wie im größeren Timeframe auch schon gesagt, hier zwischen Support und Resistance. Und wir gehen am 1-Stunden-Chart, dann kann man das deutlich besser erkennen. Ich habe ja von diesem im letzten Video von einem möglichen Ascending Triangle gesprochen. Und zwar werde ich das nochmal kurz hier einzeichnen, Leute, wie wir das gehabt haben. Wir haben ja dieses Ascending Triangle geformt. Ich habe gesagt, dass die Chance normalerweise in einem Ascending Triangle nach oben hin auszubrechen ist deutlich höher. Aber natürlich muss man sagen, überhaupt auf den kleineren Timeframes befinden wir uns momentan in einem Downtrend, Leute. Und wir haben aber auch über diese grünen horizontalen bzw. aufsteigenden Supportlinien gesprochen, Leute. Und wir haben hier eben dieses Breakout nach unten gehabt. Und wie ihr schon sehen könnt, haben wir auch dieses Preisziel perfekt erwischt, sogar etwas darüber gewickt. Aber diese grünen Supportlinien haben uns eben hier geholfen, nicht noch weiter zu dumpen. Was kann man jetzt noch erkennen, Leute? Und zwar, man könnte hier im Auge behalten, wir formen hier ein eventuelles Rising Wedge. Vielleicht, das ist noch etwas weit hergeholt, Leute, aber es sieht trotzdem sehr valide aus. Bislang, wir formen hier so eine Art Rising Wedge, was natürlich ein eher bearishes Chart-Pattern ist. Was natürlich auch wieder bedeutet, das technische Preisziel von so einem Rising Wedge wäre eben der Beginn. Das heißt, wenn wir vielleicht hier nochmal raufkommen bis zu unserer Resistance hier bei 46.700 Dollar könnte es sein, dass wir, wenn wir nach unten ausbrechen, eben nochmal hier Support antesten. Das heißt, das wäre eine Trading-Gelegenheit, wenn dieses Rising Wedge sich ausspielt und wir natürlich nach unten hin ausbrechen, wäre das eine schöne kleine Trading-Chance. Ich persönlich shorte hier nicht, Leute. Ihr wisst das in einem Uptrend und auf den größeren Timeframes sind wir in einem Uptrend, shorte ich den Bitcoin-Preis einstweilen nicht. Was kann man jetzt noch erkennen, Leute? Und zwar, ich habe ja schon angesprochen im Intro, dass wir hier in einer eher Akkumulationsphase sind. Und wie bei unserem harten Dump damals auf 28.800, Leute, wäre es hier möglich,
dass wir eben so ein Wyckoff-Akkumulationspattern formen. Ich werde es dann noch gleich einmal erklären. Und zwar, Leute, in einem Downtrend kommen wir in diese Akkumulationspattern rein. Wir formen ein Low und kreieren dann zwei Resistance Lines mit einem Higher High hier und da eben hier vertikal, horizontal die zwei Resistance Lines. Und in Phase B, Leute, formen wir noch einmal ein Lower Low als hier am Beginn. Und dann gibt es eben im weiteren Verlauf bei Phase C und D zwei unterschiedliche Varianten. Und zwar Variante 1 ist, dass wir noch einmal einen Spring formen. Das heißt, hier den tiefsten Punkt unserer Akkumulationsphase erreichen und dann erst ausbrechen. Oder eben Variante 2, dass wir uns einfach zwischen diesen zwei Support- und Resistance-Linien bewegen. Und wir sind noch eher ganz am Anfang, Leute. Sollten wir dieses Chart-Pattern vervollständigen, dann wären wir hier in Phase B. Und dazu werde ich wieder diese Trendlinien entfernen, denn überhaupt dieses Ascending Triangle hat sich schon perfekt ausgespielt. Wir haben ja das Preisziel erreicht, wie ich euch gerade gezeigt habe. Und dann möchte ich hier nochmal auf dieses Wyckoff-Pattern eingehen. Also, ich glaube, es ist sehr, sehr klar zu erkennen. Wir haben hier zwei verschiedene Resistance Lines, Leute. Wenn ich das so zeichne, wie in diesem Wyckoff-Pattern hier eben. Wir haben hier in weiß diese zwei Resistance Lines und hier unten hätten wir halt zwei verschiedene Support Lines, eben durch das Kreieren von diesem niedrigeren Punkt hier. Das heißt, auch hier könnte man das so einzeichnen. Das heißt, in weiß definiert wäre jetzt unser Akkumulationspattern von Wyckoff und deswegen würde auch dieses, ich habe es leider entfernt jetzt, dieses Rising Wedge schon einen Sinn machen, Leute. Denn auch in diesem Wyckoff-Pattern würden wir hier jetzt uns Richtung Resistance bewegen, bis wir wieder an Support kommen. Und dann ist eben die Frage, bei Phase, also bei dem Schematik 2, würden wir uns hier so bewegen, bevor wir nach oben hinausbrechen. Und bei Phase 1 würden wir hier eben bei einer Rejection vielleicht noch einen Spring sehen mit dem tiefsten Punkt, um dann nach oben hinauszubrechen. Das werden wir natürlich im Auge behalten, aber ich denke, dass wir eben hier das vervollständigen könnten. Und deswegen möchte ich euch gleich an eben hier das Pattern zeigen, denn sollten wir einen Spring formen, hier noch ein Lower Low formen, dann wären die meisten Leute wahrscheinlich, würden hier Panik bekommen und vielleicht ausgeschakt werden, obwohl wir eben dann unseren Uptrend fortsetzen. Leute, wenn euch das wie immer gefällt, supportet uns weiter. Vielen, vielen Dank nochmal für gestern. Lasst natürlich ein Like da, kommentiert in der Kommentarsektion, gebt uns euer Feedback, wie euch unser Content und unsere Videos gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon morgen im nächsten Video. Vielen Dank fürs Reinschauen.